Ja, liebe Brüder und Schwestern, lieber Richard, und der Tanz um das goldene Kalb beginnt. Und goldene Kälber, wie wir es in der ersten Lesung gehört haben, darum ging es ja ganz stark auch, goldene Kälber, die gibt es viele, auch heute. Statussymbole, Ideologien, Strömungen, Theorien, denen man nachfolgt, Kulte, Scharlatane, Schwindler, Besserwisser oder, das kennen Sie auch, mein Auto, mein Haus, meine Yacht, Angeberei, das sind meine Werte. Das habe ich erreicht in meinem Leben, das habe ich erreicht in meiner Laufbahn, in meiner Lebenswelt. Komm doch her, schau dir es an, damit du weißt, mit wem du es auch zu tun hast. Das sind die goldenen Kälber unserer Zeit, liebe Brüder und Schwestern. Faszinierend ist aber auch, dass wir Menschen darauf reagieren. Dass wir, platt ausgedrückt, darauf abfahren, dass es uns triggert, uns das Besondere anzusehen, das haben wollen, das, was wir nicht haben können. Das goldene Kalb. Das goldene Kalb unserer Zeit, das vielleicht über allem steht. Vielleicht auch über Vernunft und vielleicht auch über unseren Glauben. In der Lesung haben wir das ganz deutlich gehört. Menschen geraten in Versuchung. Sie überschätzen sich. Sie schätzen sich höher ein als Gott. Und was machen sie? Sie bauen sich ihren Gott selbst. Sie bauen sich gar ihre Traumwelt selbst und lassen die Realität außen vor. In der Lesung steht, schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Das sagt Gott zu Mose. Gott hat das Volk durchschaut. Eine komplett verstrickte Situation, liebe Brüder und Schwestern. Und es fehlt nicht mehr viel. Die Spannung ist deutlich zu spüren in dieser Lesung. Dann schlägt die Wut Gottes zu. Fragen wir uns, ist Vernichtung das adäquate Mittel der Wahl? Die Wut Gottes, die ist nachvollziehbar. Andererseits ist oftmals auch nachvollziehbar, dass manchmal so der Eindruck entsteht, Gott ist unsichtbar, manchmal sogar kaum wahrnehmbar, manchmal am Menschen nicht interessiert, bis hin zu der Frage, warum lässt du dieses Leid zu, Gott? Umgekehrt, liebe Brüder und Schwestern, aber auch ebenfalls die Frage, wie viel interessiere ich mich eigentlich für Gott? Oder wie kann ich Gott nahe kommen, um ihn erleben zu können, um ihn spüren zu können in meinem Leben? Wie viel Raum gebe ich ihm? Liebe Brüder und Schwestern, für alle, die es nicht erkennen, Gott ist erkennbar. Er ist auch spürbar, und zwar an seiner Barmherzigkeit, an der Liebe zu den Menschen. Gott will unser Heil. Und daran erinnert uns auch diese Lesung von heute und zeigt uns aber auch, ja, dass die bewusste Abkehr von Gott und die Verehrung des goldenen Kalbes, und dazu zähle ich auch unsere goldenen Kälber von heute, dass diesen Weg Gott nicht mit uns teilen kann. Das ist ein Holzweg. Und wiederum am Ende der Lesung erleben wir einen Gott der Barmherzigkeit. Gott sei's gedankt. Mose hat es geschafft, den Zorn Gottes abzuwenden. Er argumentiert geschickt, geschichtlich und auch juristisch gut. Er sagt, du hast doch das Volk mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Sollen etwa die Ägypter sagen können, in böser Absicht hast du sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie vom Erdboden verschwinden zu lassen? Hier, liebe Brüder und Schwestern, geht Mose aufs Ganze.
Statt beizupflichten und zu Gott zu sagen, ja, ich bin genauso wütend wie du und jetzt zahlen wir es denen mal richtig heim, die haben nichts anderes verdient, schlägt Mose andere Töne, sinnvollere Töne an, die aber nicht leiser sind. Er sucht den Dialog mit Gott. Er will ihn auch nicht überreden oder überfahren, sondern er macht aufmerksam auf das, was Gott versprochen hat. Gott, denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, denen du mit deinem Eid bei deinem eigenen Namen zugesichert und zugesagt hast. Ich will eure Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben und sie sollen es für immer besitzen. Dieser anamitische, epiklesische Zusammenhang, wie es ist ein Gebet, ist eigentlich ein Ursprung der Gebetsform. Mose betet, können wir sagen, für das Volk, bei Gott, mit Gott. Ja, braucht es nicht auch manchmal so ein Mose heutzutage, Brüder und Schwestern? Ein Mose 2021, der den Mut hat, sich auch zu positionieren und den Mund aufmacht, sich für andere einsetzt, für andere betet. Ich denke da konkret auch an Menschen, die vielleicht auch mit unserer Kirche nichts mehr zu tun haben wollen, die vielleicht auch einen Zorn verspüren. Die Gründe mögen vielfältig sein dazu. Aber braucht es da nicht heutzutage auch Menschen wie Mose, die Fürbitte halten, die bitten, die beten, ja vielleicht sogar betteln bei Gott? Ein Mose, der sich für andere Menschen einsetzt, Wege aufzeigt, Richtungen weist. Ein Mose, der Mensch und Gott auch wieder zusammenführen kann. Gott lässt ab von seinem Zorn, hören wir in der Lesung, und er ändert seine Pläne. Denn Gott sind die Menschen nicht egal, da haben wir es wieder. Was auch immer ist und was auch immer passiert und das Abwenden von Gott und sich ein eigenes goldenes Kalb bauen, das ist ein großes Vergehen. Da machen wir uns nichts bitte vor. Was auch immer passiert, Gott hat die Türe nicht zugeworfen. Er hat nicht gemauert. Er hat nicht dicht gemacht. Er hat von seinem glühenden Zorn, wie es beschrieben ist, dank Mose abgelassen. Und hier sehen wir auch, wie wichtig es ist, in schwierigen Situationen das Gespräch zu suchen, liebe Brüder und Schwestern. Hier sehen wir, wie viel Gutes durch gute Worte auch erreicht werden können. Gott und Mensch sind sich wieder nahe gekommen. Lassen Sie uns auch immer wieder, wie Mose, das Gespräch suchen. Setzen wir uns auch wie Mose für andere ein. Als Christen haben wir eine Stimme und haben auch was zu sagen. Goldene Kälber gibt es viele. Aber es gibt nur einen Gott, der Gott des Himmels und der Erde. Amen.